Wir haben eben darüber gesprochen, schon in der Runde, wer könnte Vermittler sein? Macron sieht da eine, Sie schütteln schon den Kopf beim Namen. Dann gehen wir sie mal durch. Es gibt zwei große Player in Europa. Deutschland Scholz, Frankreich Macron. Beide nicht. Warum nicht? Weil eine Vermittlerrolle bedingt, dass ich neutral bin. Sobald ich Eigeninteresse habe, kann ich nicht mehr vermitteln. Und Macron und Scholz sind der Partner der NATO, das heißt, sie haben Eigeninteressen. Man bräuchte jemanden, der als Vermittler dann einsteigt, Achtung, nachdem die Verhandlung gescheitert ist. Zurzeit wird noch nicht mal verhandelt, das heißt, ein Vermittler wäre jetzt auch noch zu früh. Mhm.